Bevor der Marathon startet, führen wir ein, zwei Interviews mit Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Köln-Marathons. Vor mir seht ihr Benjamin. Der ist Teilnehmer des Köln-Marathon 2024. Benjamin, ist das dein erster Marathon, oder? Mein zweiter. Letztes Jahr war mein erster in München und dieses Jahr habe ich mich für Köln entschieden. Okay, wo nochmal? In welcher? In München. In München. War ich letztes okay. Jahr, genau. Und wie hast du abgeschnitten da? Eigentlich zufrieden. Das Ziel war unter 4 Stunden, das habe ich geschafft. Und erstmal ankommen ist das Wichtigste, Spaß haben ist das Zweitwichtigste und dann das Dritte ist die Zeit. Und was ist dein Ziel für heute? Schneller wie letztes Jahr, das heißt irgendwo 3 Stunden. 30 bis 3 Stunden 45 ist mein Ziel. Okay. Und aus welcher Stadt kommst du? Von wo bist du angereist? Ich komme aus Bayern, aus Nürnberger Ecke. Nürnberg, okay. Und wie hast du dich vorbereitet für den Köln-Marathon? Wie intensiv waren deine Trainingseinheiten? Ja, die sind schon sehr intensiv. Also ich habe mir irgendwo online einen Trainingsplan heruntergeladen und damit natürlich dann irgendwo die letzten 12 Wochen wirklich 4-5 Mal die Woche versucht zu trainieren. Geht natürlich nicht immer, aber ich glaube, generell bin ich ganz gut vorbereitet. Okay. Und übst du auch nebenbei eine Sportart? Bleibt nicht mehr viel Zeit. Weil in dem Augenblick, wo ich in der Vorbereitung bin, bleibt wenig Zeit. Ansonsten bin ich gerne im Mountainbike unterwegs. Okay, vielen Dank für das Interview, Benjamin. Wir wünschen dir viel Glück und viel Erfolg. Dankeschön. Dankeschön. Schon hinter dich gebracht und ihr habt noch einiges vor euch. 42,195 Kilometer, das ist eure verrückte Distanz, die ihr euch ausgesucht habt. Wir wünschen allen natürlich, dass ihr gut über die Strecke kommt. Grüße alle in der Stadt. Ihr habt ja ein paar Stunden Zeit für den Wein. Genießt es, saugt die Atmosphäre auf. Euch treiben. Wir sehen uns dann gleich im Zielbereich, gleich oder später, wie auch immer. Gemeinsam mit Kollege Sportkamerad Tom Bartels geht's dann weiter in der Ziel, bei der Zielmoderation. Kommt jetzt. Ich hatte sie vorhin bereits erwähnt. Gemeinsam mit der Kai-Havertz-Stiftung. Hallo ihr Lieben, viel Erfolg euch. Ich habe es erwähnt, hier wird im Team gestartet. 2 Läuferinnen mit und 2 ohne Behinderung bilden hier ein Team und zeigen, dass Inklusion Frauen in Köln groß geschrieben wird. Distanz.